Herr Goldmann, ich werde heute zum ersten Mal mein ganzen Leben fliegen. Ach, es ist richtig geil, Alter. Wir werden nach Sizilien fliegen. Das wird so richtig geil sein. Los. Und genau, mein Kopf wird dahin schweben, glaube ich. Genau. Gleich geht zum Check-in oder wie das heißt. So, wir sind jetzt gerade positiv durch den Check-in durch. Und ich bin auf der Suche nach einer Toilette. Wir wurden auf Läuse durchfilzt. So, dem geht's an den Kragen, den Pickel. Er ist so tief, man kann ihn nicht drücken. Er ist schon einen Monat da. Jetzt benutze ich Eucerin gegen Pickel. Der Pickel muss größer werden. Der war groß, Alter. Ich hatte so eine zweite Nase hängen. Es beginnt, wir fliegen los. Es beginnt. Das wird mein erster Flug. Prüfen, wie es ist, ein Flugzeug zu fliegen. Ich muss vorne rein. Jetzt Flugzeug fliegen, Start kommt. So, wir sind angekommen. Welche Ortschaft ist das nochmal? Viva Italia, Palermo. Und es ist wärmer als in Deutschland. Viel wärmer. Ich glaube 10 Grad oder so wärmer. Wir sind hier, um den Winter zu entfliehen. Ich habe mir den ersten Flug Ohrdrücken noch vorgestellt. Also das ging voll klar. Das war voll entspannt. Das war ein voll cool Flug gewesen. Da war mein Kopf schwappt rum, weil ich so wenig geschlafen habe. Oder gar nicht geschlafen habe. Ich bin richtig übermüdet. Und es regnet draußen, aber so richtig in Strömen. Guck mal, hier vorne sind Sizilienpalmen. Das sind die ersten Sizilienpalmen, die wir sehen. Und da hinten ist auch so eine Sizilienpalme. Das sind richtige Sizilienpalmen. Und wir sind auf der Suche nach einem Bus, der uns durch die Insel hier durchführt. Weil wir wissen selber noch nicht, wohin mit uns. So, wir sind jetzt in dieser Zentralhaltestelle angekommen. Und wir sind auf der Suche nach irgendeinem Essensladen oder sowas, damit wir essen können. Also Abendbrot und so weiter. Es mangelt an Wasser und es regnet hier die ganze Zeit rum. Das ist voll scheiße, der Regen muss weg. Und vor allem, weil wir mussten ja so minimalistisch wie möglich unterwegs sein. Ja, Mann. Weil wir haben ja nur begrenzte Größe an Gepäck, was wir mitnehmen könnten, kostenlos. Und wie heißt das Ding? Wir haben weder einen Tarp noch eine Isomatte, noch ein Kochsystem oder so. Sondern ich habe nur einen Schlafsack. Du hast auch einen Schlafsack. Nur gehabt. Schlafsack, nichts und, anderes. Und ich habe noch Mülltüten mitgenommen. Das wird richtig räudig. Das wird richtig geil sein. Das wird wild. Wir werden auf Gestein schlafen in Mülltüten. Mülltüten sind richtig geil. Guck mal hier. Wir haben hier Abendbrot gefunden. Also dieser Lokal, wo man Abendbrot essen kann. Und hier können wir auch unsere Handys aufladen. Wir fliegen so nach Sizilien, nach Palermo und gehen erstmal Mc's oder was? Ja, genau. Ich werde nur den Strom berauben. Ich bin ganz gespannt drauf, wie dieser McDonald's hier schmeckt. So, das Sizilien-McDonald's-Essen ist fertig. Dieser Chickenburger hier vorne, der schmeckt anders als wie bei uns. Und da ist eine andere Soße drauf. Backte bei uns lieber. Guck mal, so sieht der Sizilienboden aus. Der ist hier total glänzend und so. So richtig sauber. Das ist ein richtiger Sizilienboden hier. Das ist voller Scheißwetter. Das ist hier die ganze Zeit am Regnen. Das regnet hier so richtig rum. Das ist voll das Scheißwetter. Das ist ein richtig beschissener Wetter zum draußen schlafen. Das wird richtig geil. Wir sind gerade ganz verzweifelt auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Und hier ist überall Verkehr und Scheißregen. Mal gucken, ob wir gleich eine Brücke treffen oder so. Guck mal, das da vorne, das sind Palermo-Gebäude. Das sind richtige sizilische Gebäude hier. Voll geil. Es regnet immer noch voll beschissen rum. Das ist voll scheiße. Ach scheiße, ich bin jetzt gerade hier in diese Pfütze reingelaufen. Jetzt ist mein scheiß Schuh nass. Das ist voll scheiße. Das ist verseucht. Das sind italienische Krankenwagengeräusche. Sizilische Kranken...
Das sind sizilische Krankenwagengeräusche, meinte ich. Oh, das regnet hier immer stärker. Das ist voll scheiße. Das ist voll das Sizilienwetter gerade. Das regnet hier total strömen. Unsere ganzen Sachen werden nass. Das ist voll scheiße. Das ist richtig widerlich, dieses Wetter. Das Wetter muss weg. Geprost. Ich grüße XBO. Ich grüße Bike and Mountains. Ich grüße Johannes Valentin. Ich grüße Kanal R. Ich grüße Carandras 100. Ich grüße Wambutz. Ich grüße Maus Pastor. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen. Bierpower 1. Bierpower 2. Es ist die ganze Zeit durchgehend am Regnen. Wir haben jetzt 10:30 und es sollte bis voraussichtlich 3:15 regnen, durchgehend. Das ist voll scheiße. Unsere ganzen Sachen sind nass und wir sind immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Das ist voll verseucht. Ich bin feucht. Es will einfach nicht aufhören zu regnen. Und hier schwimmt die ganze Zeit so ein Fluss rum. Das ist hier alles total überflutet. Alter. Alles voll. Hier ist so ein richtiger Fluss, was hier lang läuft. Das ist hier so richtig flüssig alles. Wir müssen hier unter dieser tödlichen Brücke hier durch. Das ist eine richtig tödliche Brücke hier vorne. Ich hoffe, wir sterben. Das ist richtig verseucht, aber jetzt ist gerade kurz frei, glaube ich. Nee, da vorne ist noch ein Auto. Genau, aber jetzt... Ja, genau. Jetzt können wir mal durchgehen. Und hoffen, dass keine zwei LKWs oder sowas durchkommen. Man wird hier komplett nass gespritzt hier. Das ist ein richtig nasses Wetter hier vorne. Guck mal, wir haben da drüben so eine Brücke gefunden. Und vielleicht wird das hier unser Schlafplatz sein, weil da sind wir, glaube ich, im Trocknen vielleicht. Ich hoffe nicht, dass das hier so feucht überschwemmt ist oder so. Es regnet hier die ganze Zeit in Strömen, das ist voll das Scheißwetter. So, wir haben unser Schlafplatz gefunden. Und zwar genau hier unter dieser Brücke. Guck mal hier. Hier vorne sind ganz viele Kellerasseln. Die sind hier überall. Wir werden uns die ganze Nacht hier belästigen. Oh, und das stinkt hier. Ich glaube, ich gehe ins Nachbarloch. So, wir waren gerade da drin. Aber da stinkt das und da sind alles voller Kellerasseln. Und deswegen sind wir jetzt hier drunter gegangen. Hier ist zwar mehr Platz, sodass mehr Wind kommt. Aber das sieht hier ein bisschen sauberer aus. Hier sind nicht so viele Kellerasseln und Scheiße und sowas. Und wir haben hier eine Sitzmöglichkeit hier auf diesen Stein. Das ist richtig geil. Deswegen werden wir genau hier pennen. Und guck mal hier. Das hier, das ist mein Schlafsetup. Die sind richtig geil, die Teile. Weil ich hatte ja keinen Platz für Tarp und auch keinen Platz für Isomatte oder Kochsystem und sowas. Überhaupt nicht. Weil guck mal hier. Mein Schlafsack, der hat fast mal eine ganze Tasche eingenommen. Und genau, und da haben nur diese Schwerlastmülltüten reingepasst. Und ich werde eine rausholen und den als, wie heißt das Ding, Unterlegplane nutzen. Brauchst du auch eine? Ja, gerne, Alter. Ich habe gar nichts dabei. Das ist ein Fünferpack. Unser Schlafplatz ist aufgebaut. Hier schlafen wir. In Kakerlaken. Im Kakerlakenhaus. Ohne Isomatte und sonst gar nichts. Sondern nur hier, wo dieser ganze Wind hier durchpeitscht und dieser Brücke. Hier sind überall Störgeräusche. Das ist eine richtig beschissene und windige Nacht. Ach du Scheiße. Wieso ist da eine Pfütze? Irgendwie läuft hier Wasser rein. Immer läuft Wasser rein, wo wir schlafen. Oh Mann. Guten Morgen. Wir sind wach. Das ist ein sehr, sehr komischer Schlafplatz hier. Es war die ganze Zeit total laut und windig. Das war so richtig windig.
Da konnte die halbe Nacht überhaupt gar nicht schlafen. Da musste so ein bisschen Schlaf nachholen, weil es die ganze Zeit so richtig laut war. So, hier vorne war mein Schlafplatz. Und hier vorne war der Schlafplatz von Herrn Goldmann. Und über Nacht ist hier eine Pfütze entstanden, weil das hat da draußen geregnet. Also das ist von da drüben nach hier hin geflossen. Und das hat ihn ein bisschen nass gemacht. Das war lustig. Da musste er seinen Schlafplatz wechseln und hat sich hier hingelegt. Herr Goldmann macht gerade einen Spaziergang. Weil ich wollte noch ein paar Minuten länger schlafen. Ich habe nämlich die letzte Nacht kaum schlafen bekommen. Das war so richtig beschissen gewesen, hier zu schlafen. Es war hier voll laut. Aber ich habe das Gefühl, dass heute das über Nacht noch lauter war als jetzt, wo es morgens früh ist. So, die Sachen sind gepackt. Hier haben wir geschlafen. Und ich treffe mich mit Herrn Goldmann in der Innenstadt. Der hat gerade einen Spaziergang gemacht. Und hier vorne ist die Stelle, die gestorben hat. Ich hatte das gestern Abend, wo es so geregnet hat, habe ich das gar nicht realisiert gehabt, dass da überall Pappkartons rumliegen. Vielleicht liegt da jemand. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. So, hier vorne ist schon wieder diese enge Brücke, dieser Tunnel, der so richtig eng ist. Wo man kaum Platz hat, wenn da zwei Autos hier vorbeikommen, sich überholen und so. Und hier vorne hat ja gestern so eine Pfütze geschwommen, so ein richtiger Fluss. Und da hat mich so ein Auto nass gemacht. Das war voll widerlich, der hat mich so richtig nass gespritzt. Sehr, sehr eng diese Brücke hier. Jawohl, ich hatte die Brücke überlebt, also dieser Tunnel. Das ist richtig gut. Wir befinden uns in der direkten Innenstadt von Palermo. Ich werde gleich Goldmann wieder treffen. Genau, wir treffen uns bei dieser Bushaltestelle, wo wir gestern ausgestiegen sind. Da hat irgendwie einen Spaziergang gemacht, wo ich gepennt habe. Das sind richtige Sizilienstraßen hier vorne. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt ungefähr 1 Kilometer Umweg, weil ich bin irgendwie falsch abgebogen und habe das zu spät realisiert. Das ist voll scheiße. Das heißt, der Herr Goldmann muss auf mich warten. Und Leute, wir haben gerade so ein richtig geiles sommerliches Wetter hier. Ich kann mal Pullover ausziehen, das ist richtig geil. Wir haben hier gerade 15 Grad oder so oder ein bisschen mehr. Das ist voll geil, das reicht aus, um den Pullover auszuziehen. Einfach mal ein paar Tage im Winter entfliehen, das ist richtig geil. So, Herr Goldmann, ich habe dich wieder getroffen. Wie geht's dir, mein Schöner? Das Wetter ist voll cool. Einfach mal so ein paar Tage den Winter vergessen. Ja, das ist richtig geil. Das ist eine richtig geile Sonne. Da muss noch viel mehr davon kommen. Und wir haben Anfang Januar laut Aufnahmedatum. So, Frühstück ist fertig. Schmeckt geil. Schmeckt gut. Da ist sogar, da ist nichts drin. Nichts? Das ist hohl oder was? Ja. Nur eine Hülle. Ja. Das schmeckt richtig geil. Das schmeckt besser als wie bei uns. So, ich habe gerade noch ein Koffein gekauft. Weil dieser Kaffee, der ist richtig gut. Der schmeckt richtig gut. Auf jeden Fall. Das ist ein richtig guter Kaffee. Ein Kaffee Americano. Guck mal hier. Hier vorne ist unser Bus. Alles aufladen. Jawohl. Wir haben Stromlöcher. Der Bus hat Steckdosen. Also diese Teile hier unten, ne? Die sind richtig geil. Ich wäre ein richtiger Spinner. Du bist ein richtiger Vulkanologe. Karpfen haben richtig geile Lippen. Au. Wir sind ja irgendwo im Mittelmeer, ne? Mittendrin, ne? Ja, aber ich ziehe mich jetzt nackt aus. Da gibt es bestimmt Karpfen und sowas. Als ich auf dem Weg hierher war, vorhin, ich glaube, da habe ich gesehen, wo die Haifisch auseinandergenommen waren. Was, echt? Mitten auf der Straße, nein. Ja. Ja. Krass. Also ich glaube schon, ja. Hast du Sinn? Nee, ich weiß nicht. Und das hat so gestunken. Echt? Hier stinkt überall alles, ne? Boah, das ist richtig ehrlich. Aber ist doch geil. Ja. Ich habe vorhin nach diesem ekligen Geruch in der Nase gehabt, wo die Kellerasseln dran waren. Wie viele Kilometer fahren wir jetzt Bus? Boah, so 200 bis 250, irgendwas dazwischen. Geil, jetzt werden wir unser Kopf per Bus durch Sizilien durchschieben. Das wird richtig geil sein. Rollt unser Kopf durch Sizilien und fällt um. Dort ist unser Schlafplatz der ersten Nacht in Palermo. Es war wunderschön. Und das hat gestürmt.
Alter, nach Scheiße. Ja, die ganzen Kakerlaken haben uns belästigt. Kellerasien sind das, genau. Also wir sind gerade mit dem Bus, der da gerade wegfährt, hier angekommen. Ich glaube Katadia oder so heißt diese Ortschaft. Das ist eine Ortschaft neben diesem voll fett Vulkan. Also dieser größte Vulkan Europas. Dieser Ätna, genau, so heißt dieser Vulkan. So heißt das hier. Das steht da sogar oben drauf. Da. Guck mal, hier vorne sind überall diese Sizilienbäume. So eine Palmen und sowas. Die sehen auf jeden Fall anders aus als wie bei uns. Das sind alles Sizilienbäume. Und hier vorne ist ein Vollfettbrunnen. Das ist ein richtiger verfettigter Sizilienbrunnen. So sieht also eine Caritas in Sizilien aus. Und so sieht Hähnchenfleisch in Farbe statt in Sizilien aus. Die sich hier um dieses Essen hier vorne streiten. Das hier vorne, das ist der Mittelmeer. Wenn wir jetzt nicht Januar hätten, dann würden wir da jetzt unser Kopf reintunken. Aber es ist leider jetzt gerade zu kühl. Und da reinzugehen, glaube ich. Aber das hier, das ist im Mittelmeer. Wir sind so richtig umschlungen von diesem Mittelmeer. Das geht direkt über die ganze Insel, dieser Mittelmeer hier. Ich habe euch Mittelmeer gezeigt. Ich musste eben gerade scheißen gehen. Und da hinten, da bin ich da reingegangen in dieses Lokal. Und die waren ganz nett gewesen. Und genau, ich habe da die Toilette zugeschissen. Und die Toilette, die war recht sauber gewesen. Und diese Toilette hatte sogar eine Brille drauf gehabt. Das war richtig geil. Das hat nicht jede Toilette von hier, von dieser Umgebung. Hier gibt es ganz viele Toiletten ohne Brillen und so. Das ist voll scheiße und die sind alle so vollgepisst und so. Die sind voll widerlich, die Toiletten hier. Aber die, wo ich gerade drauf war, das war gut. Die war in Ordnung. Aber die Tür konnte man nicht zuschließen. Nee. Das ist zu geil. Ja. Nee, weil der Raum zu groß war, kam ich in die Tür nicht ran. Das heißt, jederzeit könnte hier jemand reingehen und mich beobachten. Wir haben uns den Plan überlegt, jetzt zum Zug hinzulaufen und mit dem Zug zu fahren, um dann zu einer anderen Ortschaft hinzufahren, die kleiner ist als diese hier, damit wir da besser einen Pennplatz suchen können. Hier von Catania fahren wir zu dem Zug hoch nach Villagonia. Villagonia. Und morgen früh können wir dann mit dem Bus nach Linguala irgendwas fahren und sind dann direkt hier am Fuße des Berges. Hier und können hier so reinwandern. Denke ich hoffentlich. Berg, wo Dampf oben drauf ist. Und hier ist das Loch. Ja, genau. Und hier kann man dann hochwandern. Das wäre so der einzige Plan, der günstig und schnell ist. Das Geilste an solchen Plänen finde ich, dass wir einfach gar keine Idee haben. Wir fliegen einfach nach Sizilien, pennen unter einer Brücke, laufen einfach irgendwo hin, fahren irgendwo hin und versuchen einfach nur zu einem Vulkan zu kommen. Ja. Egal wie. Ja, genau. Wir haben gar keinen Plan. Wir stehen einfach hier nur blöd irgendwo in irgendeiner Stadt rum, die wir nicht kennen. Ja. Das ist eine richtig kaputte Stadt irgendwie. Hier sind überall Schrammen an den Fahrzeugen. Und das ist hier so gut wie jeder Auto, also fast jeder Auto haben irgendwelche Schrammen und Bollen. Hier ist ein Licht ausgeschlagen. Hier ist eine Scheibe weg. Hier sind überall kaputte Autos. Ich weiß nicht, ob hier in Sizilien einen TÜV gibt. Aber auf jeden Fall sind hier überall eine Menge Schrottautos. Das ist voll cool. Guck mal hier. Wir sind im Bahnhof. Und ist das hier unser Zug? Also was drauf steht? Nein. Geil, da müssen wir einen anderen Zug nehmen. Aber vielleicht ja. Aber wir steigen gleich in unser Zug ein. Ich spreche noch nicht so gut Italienisch. Ich kann es gar nicht. Wir sind im Zug drin. Wir fahren immer näher zu dem Vulkan hin. Und wir glauben, dass es der richtige Zug ist. Falls nicht, dann ist das halt so. Aber wir fahren nach Richtung dieses Ätna. Zu diesem Vulkan, wo Dampf oben drauf ist. Diesen Berg da. Ich finde, im Gegensatz zu diesen ganzen Fahrzeugen, die draußen rumfahren, hier in Sizilien, finde ich diese Züge hier wertvoller ausgestattet wie bei uns. Diese ganzen Sitze hier, die fühlen sich an wie Leder oder Kunstleder. Ich weiß gar nicht, ob das Leder oder Kunstleder ist, aber das fühlt sich hochwertiger an. Ich finde das zwar jetzt nicht unbedingt gut, aber man kann hier auf jeden Fall den ganzen Tag drin chillen. So, wir
Wir sind an der Haltestelle angekommen und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Schlafplatz. So, Herr Goldmann hat, wie heißt das Ding? Ein Pappkarton gefunden. Das ist mein Bett. Ja. Meine Unterlage. Zum draus schlafen. Und wir haben jemanden gefunden. Mike. Hallo. Hallo. Ich bin die Ghost. Ich komme USA. Haus? Direkt? Ja. Okay. Mein Deutsch ist schlecht. Er kommt aus New York, hat in Prag gelebt, Deutschland. Ja, I'm homeless. Und jetzt ist er obdachlos. Choosing to be homeless, you know why? Yeah. The reason I've chosen to be homeless is because I'm just done with everything. Yeah. I understand. All the girls I've ever dated, the wives I've ever had, it's all been one giant lie. This is real, yes. Look, Goosebumps. Ein Vollzeitreisender. Ich find's geil. Ja. Ich find's einfach geil. So, wir brechen rein. Wir kriechen hier in diesen Zaun rein. Genau, hier ist ein Zaunenloch. Und hier hinter werden wir uns einen Schlafplatz suchen gehen. Das wird gleich so richtig geil sein. So, wir haben jetzt hier einen vernünftigen Schlafplatz gefunden. Und zwar genau hier, wo dieser Graslandschaft ist. Und hoffentlich regnet es heute Nacht nicht. Weil ich habe gerade keinen Bock, wie heißt das Ding? Den Müllsack hier aufzumachen und den über uns rüberzulegen. Genau, und das hier, das ist Aussicht. Es ist da hinten Stadt und da unten ist Mittelmeer. Genau, aber das kann man tagsüber so richtig sehen. Also hier ist überall Meer und Strand und dahinter Stadt. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das morgen früh aussieht, wenn die Sonne rauskommt. Das wird dann so richtig geil sein, wenn man morgen dann den Strand da unten sieht, diese Aussicht. So, das ist unser Bett. Du kannst das auseinanderreißen, damit wir zwei Hälften haben. Das ist ein richtig geiler Pappkarton zum Draufschlafen. Damit ich hier meine Mülltüte nicht aufreißen muss. Und das ist damit, glaube ich, bequemer. Damit kann man bestimmt besser schlafen drauf. Ja. Das ist unsere Isomatte. Der hat vorhin noch gesagt, ich werde einen Karton finden. Hier ist er. Der ist sogar trocken. Das ist richtig gut. Das ist richtig geil. It's perfect to do YouTube. Because 100 is not much to make. Guten Morgen. Wir haben hier gepennt. Das ist richtig geil. Hier mit diesem Ausblick. Ja genau, hier auf diesem Pappkarton haben wir heute geschlafen. Good morning. Guten Morgen, mein Literatur. Good morning. Und hier, genau, von da oben kommen wir. Also hier hinter dieser Felswand haben wir geschlafen. Das ist ein richtig geiler Spot. Und hier vorne ist Mittelmeer. Mit dieser Mittelmeeraussicht. Das hat die ganze Zeit nicht geregnet, das ist richtig gut. Es war regenfrei dieses Mal. Nicht so wie die Nacht davor, wo es die ganze Zeit in Ström geregnet hat. Und da hinten, dieser Berg da hinten, da wo Dampfwurm drauf ist, das ist dieser Vulkan. Das ist der größte Vulkan von, wie heißt das Ding? Von Europa. Genau, der Ätna. Wir werden auf jeden Fall gleich eine Runde einkaufen gehen und dann zum Busstation und dann mit dem Bus da ranfahren und dann hochlaufen. Genau, das machen wir gleich. Das wird gleich so richtig geil sein. Das ist das beste Ikea-Bett, welches ich je hatte. Das gemütlichste und stabilste. Das kann ich nur bestätigen. Ne? Wir haben es ja geteilt. Das war richtig geil gewesen, dieser Ikea-Karton. Ich habe gestern dieses Getränk hier gekauft und ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich werde das ausprobieren. Gib Prost. Das ist ein richtig säuerliches Limonadengetränk. Es werden die ganzen Sachen hier rübergetragen. Oder nee, ich meinte durch den Zaun durch. Genau. Das war ein richtig geiler Spot gewesen da ganz hinten, wo wir da auf dem Karton gepennt haben. I like the way you pack. Geschafft? Jawohl. Wie findest du es? Wir sind drüben, das ist ein guter Spot. Wir laufen jetzt zum Supermarkt. Es wird gleich so richtig geil sein, im Supermarkt einzukaufen. Und danach Bus zu fahren.
Busfahren ist richtig geil. Der letzte Bus, also den wir gestern gefahren sind, die hatten sogar Akkusteckdosen gehabt. Also wo man USB reinstecken kann. Also dieses USB-C, ne, auch andere Kabel, aber auf jeden Fall wo USB dran ist. Das kann man da rein, das konnte man da reinschieben, das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht. So, hier vorne ist ein Einkaufsladen. Wir werden jetzt hier einkaufen gehen. So, wir haben gerade eingekauft und jetzt wird bei richtig geilem Wetter direkt vor dem blauen Mittelmeer mit Hähnchenfleisch in Pabelstadt gefrühstückt. So sieht der Mittelmeer im Januar aus. Ich finde, dass dieses Meer hier vorne weniger stinkt wie die Nordsee oder Ostsee. Ja, man, es riecht genau. Sehr angenehm. Das ist nur ein ganz Minimalgeruch von dort. Das ist viel angenehmer als das, was bei uns rumschwimmt. Ja, stinkt echt nicht so krass. Und das hat mehr Farbe Blau, das sieht mehr nach Meer aus und nicht dieses Braun, dieses durchfallfarbene, grüne Wasser. Ja. Definitiv schöner hier. Viel schöner. So, wir sind gerade im Bus eingestiegen. Und jetzt fahren wir zum Fuß vom Berg, von diesem Vulkan, also auf diesen Fuß drauf, damit wir dann hochwandern können. So, wir gelaufen jetzt zum Ätna. Das ist direkt vor uns, da drüben qualmt er schon. Das ist richtig geil, da steigt Rauch auf. Hier vorne ist, glaube ich, so eine kahle Weinlandschaft. Das sieht so aus, als ob hier Wein angebaut wird, zum so Weinsaufen, genau. Und wir werden hier von Hunden belästigt. Wir werden hier von überall belästigt. Von jeder Seite aus. Guck mal hier. Hier vorne ist, glaube ich, der erste Lavabrocken. Der fühlt sich voll komisch an. So eigenartig, als ob das nicht von hier stammt. Der ist voll fett. Da vorne sind noch mehr voll Fettbrocken. Und dahinter auch, genau. Das ist alles voll fett. Guck mal, hier vorne gibt es Ätna-Kaktusse. Hier, Ätna-Kaktusse. Guck mal, hier vorne ist eine verunglückte Leitplanke. Weil hier so ein Vulkangestein hier drauf gefallen ist. Genau, das ist wahrscheinlich von da ganz hinten hierher gekommen und hat das hier kaputt gemacht. Wie das hier aussieht. Das ist cool. Guck mal, von da unten kommen wir, also da wo das rumqualmt. Und noch weiter unten. Wir laufen die ganze Straße hier immer weiter hoch. Jetzt müssen wir hier hochgehen. Das sieht anstrengend aus. Guck mal, von dort unten kommen wir, dahinter ist Mittelmeer, also da, wo wir vorhin waren. Und hier vorne ist eine verlassene Hütte. Und das fängt an, so langsam zu tropfen. Das ist voll scheiße. Und das wird immer dunkler. Alright, what are we? I found something. Vielleicht werden wir dort pennen, aber mal sehen. Vielleicht pennen wir auch woanders, mal gucken. Ja, genau, hier vorne ist diese Hütte. Das ist alles hier mit Steinen übersät. Und das hängt hier durch. Und hier ist sogar ein Loch. Diese ganzen Steine und Müll muss weg. My new house, guys. My Italian villa. Hier ist ganz viel Staub drin. Alles um unseren Schlafplatz sauber zu machen. Frei von diesem ganzen Schutt und dem ganzen Dreck und was da auf dem Boden lag. Ja, jetzt ist das alles schön vollgestaubt, das warten wir alles ein. Kannst du mit deinem Bart vielleicht noch so die letzten Reste so wegfegen? Mit einer Hand, Schaufel, Hand. Ich versuche es, aber. Wir haben sogar einen kleinen Besen. Boah. Bro. Boah, das ist eine richtig beschissene Luft da drin jetzt. Ja, perfekt zum Schlafen. Ja. Prüfen, ob wir danach Lungenkrebs und sowas bekommen. Und Nasenscheibenhautentzündung.
Was dann in die Hirnhaut reingeht. Ja. Wie das hier rumstaubt. Ja, Mann. So, wir haben jetzt gerade ein bisschen Holz gesammelt. Und wir nehmen dieses Plastik als Zunder. Diese Plastikflaschen. Hier gibt es leider kein Pfandsystem. Das ist voll scheiße. Und weil es hier weit und breit keinen Birkenbaum gibt, also wir haben hier gesucht und hier ist wirklich überhaupt kein einziger Birkenbaum weit und breit, haben wir hier ein bisschen Müll genommen. Und das nehmen wir als Zunder. Ich habe mal ein Top 5 natürliche Zunder-Tutorial gemacht. Link unten in der Beschreibung. Aber für diese Temperaturen, da kann ich auf jeden Fall Birkenbaum am meisten empfehlen. Aber weil ich das alles nicht vorhanden ist, nehmen wir Müll stattdessen. Das ist richtig geil. Jetzt wird Feuer angemacht. Das Holz muss verbrennen. Wir brauchen Wärme. Es ist kühl geworden. Das ist voll scheiße, dass es kühl geworden ist. Das ist richtig scheiß kalt auf diesem Ätna. Das ist viel zu kalt für Januar. Und wir werden trotzdem draußen schlafen, denn wir sind Survivor. Es ist viel zu kalt für Januar. Ich mag dein Pickel im Auge. Das ist kein Pickel, Alter. Ich hatte dir so ein Gerstenkorn. Das ist ein Pickel. Quetsch ihn mir aus vor Kamera jetzt. In der Nase hast du auch so voll Fettpickel. Ja, das ist ein Pickel, aber das ist so Sandkorn. Den muss man aufschneiden und rausholen. Sieht so aus, als ob sich so ein... Das war das Auge. Hier, wie heißt das Ding? So eine Zecke in dein Auge vergraben hat. Ja, man, vielleicht und brütet die. Und die ganze Zeit saugt. Vielleicht brütet sie. Deswegen fühle ich mich auch immer so schwummerig. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt und wir haben Müll als Zunder genommen. Weil das ist besser, Müll zu verbrennen, als das liegen zu lassen. Und hier liegt überall Müll rum. Das ist hier alles voll vermüllt. Und genau, wir haben vorhin extra zusammengepackt und sind ein Stück weiter gelaufen, um hier Feuerschirm zu machen und vielleicht hier im Freien zu pennen. Weil dieser Lost Place, dieser kleine Raum, da ist eine richtige Staubwolke und das war voll scheiße gewesen. Und jetzt fängt es an zu regnen, das ist voll scheiße. Und wir haben kein Dach oder so. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig widerlich, dass es jetzt regnet. Hier ist so eine ganz kleine Minimaldach. Und genau hier schützen wir uns unsere Sachen, also Schlafsäcke und sowas. Ja gut, Mike liegt in seinem Zelt. Und der Regen muss weg. Aber laut Regenradar sollte es gleich einmal ganz kurz aufhören. Und dann sollte es vielleicht hin und wieder mal wiederkommen. Und dann wieder aufhören. Und dann sollte es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so etwas doller werden. Und dann so ab 22 Uhr soll die ganze Nacht lang wieder still sein. Ja, genau. Wir haben diese Holzbox gefunden. Also vorhin, wo wir Holz gesammelt haben. Und da haben wir Holz da mitgelagert. Und jetzt verbrennen wir die Holzbox auch noch, weil der Holz ist schon auch drauf. Genau. Und es regnet immer noch. Das ist voll scheiße. Wir müssen uns da hier unter diesem kleinen Mini-Dach hier verstecken. Und unsere Sachen, die werden so ein bisschen befeuchtet. Der Regen muss weg, der nervt uns. Wir wollen hier draußen schlafen. Und nicht da bei den Spinnen. So, der Regen ist weg. Das ist sehr gut. Und guck mal hier. Keine Ahnung, ob man das hier sieht über die Kamera. Aber genau hier, da sind Sterne. Wir haben gerade wolkenfrei. Das ist richtig geil. So ein bisschen, aber ganz viel Nebel und sowas. Hier ist ganz viel Scheißnebel. Das ist doch kein Nebel. Das ist Qualm gewesen. Ich habe ein sehr großes Problem. Und zwar, ich habe mein Smartphone gerade neu. Und ich habe es zum allerersten Mal neu gestartet. Und plötzlich ist meine SIM-Karte gesperrt, weil ich den PIN überhaupt gar nicht weiß. Und zwar der PIN, den ich manuell eingegeben habe, also den ich da eingespeichert habe, der funktioniert nicht. Und die PINs, die ich und PUCs habe, die ich aufgeschrieben habe, die funktionieren auch nicht. Und auf mein Handy. Über mein Handy ist mein Flugticket auch erreichbar. Und ich komme da überhaupt gar nicht ran. Und wir haben ein richtiges Problem. Ich hoffe, ich werde im nächsten Flug irgendwie nach Hause kommen. Und das Beschissenste ist, ich kann mit meinem Handy überhaupt gar nicht filmen. Also keine Shorts oder Stories oder sowas machen, weil das jetzt gesperrt ist. Jetzt muss ich die ganze Zeit meine Actioncam nehmen. Ich verstehe nicht, warum der meinen gewählten PIN nicht nimmt. Und die ganzen Daten habe ich alle zu Hause. Und zu Hause kommt niemand ran. Scheiße. Ich habe mich bei meinem Handyanbieter
über Google angemeldet und ich komme an mein Google-Konto nicht ran. Das habe ich probiert, mich bei ihm anzumelden, also über sein Handy. Und ich komme da gar nicht ran, weil ich muss einen Bestätigungscode über mein Handy versenden, damit ich da irgendwie den Zugriff auf meine E-Mails habe. Und weil mein Handy gesperrt ist, habe ich keinen Zugriff auf die E-Mails. Und auch nicht auf die Kundendaten, also Kundennummer und so weiter meines Smartphone-Vertrages. Und wie kommt man denn an mein Ticket ran sonst? Ich hoffe, man kommt zu einer Problemlösung. Aber wir schlafen erstmal eine Nacht darüber. So, weil jetzt so ein paar Tropfen kommen von da oben, machen wir hier Müllsack drauf. Über den Schlafsack. Guten Morgen, wir haben im Müllsack geschlafen. Es war zwar sehr regnerisch und windig und der Schlafsack ist ein bisschen feucht. Aber das hat ein bisschen geklappt, dass das nicht komplett nass wurde. Das hat ein bisschen Regen abgehalten, hineinzusaugen in meinen Schlafsack. Und vor Wind hat das auch ein bisschen geschützt. Aber trotzdem war dieser Regen, der war voll lästig gewesen. Aber die Sonne ist kurz draußen. Das ist gut, das ist sehr gut. Und Feuer ist schon wieder an. Wir wärmen uns so ein bisschen auf. Und dann Wanderungsstart kommt. Zum Richtung Ätna. Hier hinter haben wir gepennt. Und wir stehen gerade mit dieser Aussicht hier aus. Auf. Genau. So, bis dieses Feuer hier ausgeht, sind wir gerade dabei, noch unsere Sachen hier zu trocknen. Weil die sind alle noch total feucht von der letzten Nacht. Von diesem ganzen Regen. Der Regen hat genervt. Aber genau, wenn das hier ausgeht und wir dann eingepackt haben, dann gelaufen wir weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Gipfel kommen. Weil, guck mal hier, wir haben Zeitdruck. Das ist voll scheiße. Wir müssen morgen schon wieder zurückfahren nach Richtung Flughafen. Und dann hoffen, dass das irgendwie funktioniert, dass wir irgendwie zu irgendeiner Lösung kommen, weil sonst komme ich hier von Sizilien nicht runter. Das ist voll scheiße, dass meine SIM-Karte gesperrt ist und ich an meine ganzen Tickets nicht rankomme. Guck mal hier, ich habe hier so einen Stickkäfer gefunden, der krabbelt hier auf meinem Rucksack hier rum. Also der wie so ein Stock aussieht. Krass. Da habe ich in freier Natur, glaube ich, noch nie gesehen. Voll geil. Wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Die sind voll interessant. Das sind sizilische Insekten. Die sind voll geil, die sind voll dünn und so. Das ist genauso ein Lauch wie ich damals. Weißt du noch? Krass. Ja, Mann, Alter. Du hast mich als Lauch gar nicht kennengelernt früher. Ja, aber ich habe Fotos gesehen. Ja, genau. Aber so sah ich damals aus. Hier vorne ist noch so ein laufender Stock. Und hier vorne ist noch so ein laufender Stock. Hier ist ein richtige laufender Stockplage. Cool. So, wir sind jetzt gestartet und wir laufen zur Richtung Vulkan hoch. Beziehungsweise wir sind auf dem Vulkan, wir haben drauf gepennt. Aber wir laufen jetzt Richtung Mitte. Also da, wo Lava hochspritzt. Guck mal, voll fett Tannenzapfen gefunden. Der ist richtig fett, der ist erwachsen. Der ist so groß wie mein Pickel auf der Nase. Der Regenbogen da hinten, der wird immer verfettigter und fett. Das heißt, der kommt immer näher. Ich will keinen Regen haben. Der wird uns das auf den Kopf spritzen. Der Regen kommt immer näher. So, weil der Regen immer näher kommt. Mike hat einen Regenponcho. Ja. Und, aber wir haben keinen Regenponcho, weil das hat im Flugzeug nicht reingepasst für kostenloses Gepäck. Guck mal, hier vorne ist ein Lost Place und wir haben hier schon ganz viele Lost Places gefunden. Wahrscheinlich verlassen wegen Vulkangefahr oder so. Katastrophe und sowas. Jetzt mache ich noch ein bisschen zusätzlichen Lost Place Content hier. Hier ist alles eingestürzt, aber es sieht aus wie so ein Kellerraum oder sowas.
alles eingestürzt. Das ist eine richtige Ruine hier. Und ich glaube, das ist der letzte Raum. Jawohl. Bin ich extra hier reingegangen, um euch so ein bisschen Lost Place Content zwischendurch zu zeigen. Und guck mal hier. Das geht hier ganz tief runter. Und das schallt! Das schallt richtig! Guck mal, hier liegen schon wieder überall essbare Kastanien rum. I'm just gonna eat them on the way. Die sind hier überall. Ja, genau, diese Esskastanien. Oh man, das ist ein echter Snack. Der war schlecht. Der war verschimmelt. Okay, nein, was ist passiert? Gute Esskastanie. Jawohl, richtig, richtig geiles Fressen. Das ist hier alles voll. Das liegt hier alles rum. Das ist alles Essen. Guck mal, da drüben ist dieser Gipfel, der qualmt rum. Da ist Dampf oben drauf. Ich hoffe, man sieht das. Das ist auf jeden Fall. Das ist voll cool, dass da Dampf oben drauf ist. Berg mit Dampf oben drauf. Das ist voll cool. Oh Scheiße. Hier vorne ist ein Schild mit so einer gelben Zone. Und das ist hier alles abgezäunt, hier mit Mauer und sowas. Man kommt hier nicht weiter, ist voll scheiße. Ach nee, doch nicht, weil neben dem Schild ist hier eine Treppe. Hier können wir hochgehen und über die Mauer rüber. Das ist richtig geil. Jetzt laufen wir noch Richtung da lang. Ich bin gespannt drauf, wie das da hinten aussieht. Es riecht hier extrem verqualmt. Ja, ich glaube, hier irgendwas brennt. Und wir hatten eben gerade eine kurze Pause gemacht. Und ich habe gestern nur einen großen Wurst mit einem Brot gekauft. Und das war einfach zu wenig gewesen. Das würde für den heutigen ganzen Tag gar nicht ausreichen. Weil wir würden wahrscheinlich in keinen Einkaufsladen oder so hinkommen. Das heißt, heute ist wieder so ein Kaloriendefizit-Tag. Wir müssen mehr Esskastanien finden. Guck mal, wir sind ein bisschen höher gelaufen jetzt. Und wir haben hier ein Trinkwasser-Dings gefunden, wo aus seinem Kopf, also aus seinem Gesicht, der Wasser raus sabbert. Bin gespannt drauf, wie das schmeckt. Ob das unverseucht ist, das Wasser. Ich glaube, ist okay. Ich glaube, es ist besseres Wasser, als was hier drin ist. Weil hier, das ist nicht perfekt, dieses Wasser. Das ist zwar auf jeden Fall besser als dieses aus Portugal, das Wasser, wo ich 36 Stunden Bus-Survival machen musste. Und mich bei jedem Schluck das zum Durchfall gebracht hat und wir kaputte Toiletten auch noch hatten. Aber das Wasser ist, glaube ich, besser als das hier. Weil das hier ist auch nicht zu 100% perfekt. I think I can live on this mountain. Oh ja, auf jeden Fall viel besseres Wasser. Guck mal, da drüben ist schon wieder Aussicht. Von da unten kommen wir. Und guck mal, da drüben ist dieser Berg mit Dampf oben drauf, also dieser Vulkan. Wir kommen immer näher. Das raucht da so schön. Willkommen auf den ersten Vulkansand. Das ist richtiger Vulkansand, der ist so dunkel und so. Das sieht hier irgendwie aus wie Herbstwetter die ganze Zeit. Ja. Als ob wir es Herbst hätten. Jetzt im Januar. Ich bin eine verschimmelte Schimmelpilzklausur. Weil in Herbstzeit wachsen Pilze. Ich grüße Monte und Mimon Baraka. Guck mal, hier vorne ist das alles Lavagestein. Hier ist eine richtige Lavalandschaft. Und wenn man hier drauf tretet, auf diesen schwarzen Sand, es fühlt sich so verbrannt an. So, als ob diese Steine so Ruß dran hätten und sowas. Ganz anders als wie so ein normaler Kieselstein. Und hier haben wir erster Schnee gefunden. Das heißt, wir gehen immer höher und höher. Es ist eine richtige Lavawüste hier. Alles voll mit Lavagestein. Guck mal da drüben. Da ist schon wieder ein Regenbogen. Also dieser Vulkanboden.
fühlt sich richtig kross an, als ob man, wenn, als ob man mit den Füßen durch die Steine irgendwie durchdrückt, dass das irgendwie so auseinanderfällt, so ungefähr. Das fühlt sich sehr interessant an. Da vorne ist dieser Vollfettvulkan. Das ist zwar sehr, sehr schade, dass wir es zeitlich nicht schaffen werden, bis nach ganz oben hoch zu laufen, weil morgen früh kommt unser Bus. Das ist voll scheiße. Aber Hauptsache, mein Kopf rollt durch die Vulkanlandschaft durch. Und ich zeige euch das. Dokumentiert, das ist das Wichtigste. Prüfen, ob wir gleich flüssige Lava sehen und nicht getrocknete, wie diese ganze Steinwüste hier vorne. Das ist alles getrocknete Lava. Ich will Flüssigkeiten sehen. Ich stehe auf Flüssigkeiten. Ist auf jeden Fall eine voll cool Aussicht von hier aus. Also mit der Action Camera kann ich das nicht so gut auffangen. Aber mit eigenen Augen, also von denen, die man im Kopf drin hat, ist das eine voll cool Aussicht. Eine Vulkanlandschaft mit Ausblick. Wir haben hier eine Höhle gefunden, eine Lavahöhle, da wo Lava reingeflossen kommt und so. Wir werden jetzt diese Höhle hier erkunden, diese Vulkangesteinhöhle, prüfen, ob plötzlich jetzt gleich Lava reinfließt. Das ist eine richtige Vollfetthöhle, sogar mit Riss, Vulkanriss. Ja, ist bestimmt Lava runtergefallen. Ah, ich glaube, hier geht's nur so ein bisschen rein. Ich war bisher noch nie in so einer Lavahöhle drin gewesen. Das ist auch was ganz Neues. Diese ganze Höhle besteht nur aus Lavagestein. Keine Ahnung, wie das hier entstanden ist. Bestimmt von diesem Vollfettberg, wo Dampf oben drauf ist. Genau von dem wurde das hier entstanden. Hier diese Vollfetthöhle hier. Aber ich würde sagen, dass diese Höhle hier vorne kein guter Pennplatz ist. Hier sind viel zu viele Steine. Das ist voll beschissen. Ich laufe aus der Höhle raus. Im Video hat man die eine oder andere Drohnenaufnahme gesehen, das habe ich mit dieser selbstfliegenden Selfie-Kamera gemacht. Und die kann ich für Touren empfehlen, wo man so leicht wie möglich unterwegs sein möchte. Weil die wiegt nur 125 Gramm und wenn man die zusammenklappt, dann ist die Handtaschen groß. Die passt in jeder Tasche rein. Und deswegen hat da mein kleiner Rucksack auch noch reingepasst, obwohl mein Schlafsack den fast komplett eingenommen hat. Falls ihr Interesse an dieses Teil habt, ich habe ein Rezensionsvideo gemacht und ich habe den unten in der Beschreibung verlinkt und auch die Produktseite. Genau. Das kann ich für Touren, wo man so leicht wie möglich unterwegs sein möchte, empfehlen. Das da drüben ist dieser Hügel mit Dampf oben drauf, also Ätna. Von der nahesten Perspektive. Ich glaube, lange geht dieser Weg hier nicht mehr. Und irgendwann biegen wir nach rechts ab zur Straße und dann den Weg wieder zurück. Weil die Zeit, die gibt es uns nicht her, noch weiter hochzulaufen. Das war schade. Aber zumindest sind wir sehr dicht an diesen Ätna dran. An diesen Vulkan. Also da, wo Lava und hier. Also diese Steine hier in flüssig. Genau, das spritzt da oben raus. Und dann werden die so hart irgendwann. Aber davor sind die flüssig und spritzen da raus. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Er macht auf jeden Fall seine Arbeit gut hier mit diesen
vertrockneten Lavastein. Vor allem diese Steine, die sind voll leicht, weil da so viel Luft dran ist. Also zwar nicht so viel Luft wie in meinem Kopf, aber da ist auf jeden Fall Luft drin, deswegen sind die so leicht. Weil diese ganze Luft von dort irgendwie verbrannt ist und sich da eingeschleust hat irgendwie so. Also ich weiß das nicht, aber ich glaube daran. Guck mal hier, ein voll fett Spinnenkokon oder Spinnennest oder was das hier sein soll. Der ist voll fett. Boah, das ist aber richtig stabil, ey. Das ist aber richtig stabiler Netz hier. Das gehört bestimmt so eine richtige Vollfettspinne, die so richtig fett, verfettigt und fett ist. Guck mal, die allerersten Birkenbäume, die wir hier auf dieser ganzen Tour hier sehen. Das sind die allerersten. Hier sind überall diese Birkenbäume. Ich habe gerade ein bisschen Birkenrinde als natürlicher Zunder gesammelt. Damit für den Fall, falls wir später nochmal Feuer machen sollten. Genau, dass wir einen Zunder haben. Und guck mal, wir haben hier diese Straße hier gefunden. Diese Straße, die führt uns nach Richtung zurück. Genau, die ist entspannt und die laufen wir zurück. Ich glaube, die geht ungefähr 10 Kilometer oder so, die ganze Zeit runter. So ungefähr bis zu unserem Schlafplatz. Also da, wo wir gestern gepennt haben, also auf heute. Aber vielleicht, wenn wir noch Energie haben, laufen wir noch ein bisschen runter, damit wir noch näher zur Bushaltestelle dran pennen können. Weil wir müssen schon um 8 Uhr bei der Bushaltestelle sein und das ist voll früh. Es ist extrem früh und je näher wir an der Ortschaft dran sind, desto besser. Ich werde Schmierfilm. Ich habe vorhin richtig viel geschwitzt und ich habe das alles nass geschwitzt bei mir. Deswegen bin ich so ein richtiger Schmierfett mit Schmierfilm drauf. Ja, von der Kamera aus sieht man das jetzt gerade nicht. Aber dadurch, dass jetzt gerade weniger Dampf oben drauf ist und diese Wolken da die Sicht versperrt haben, sieht das von hier aus richtig fett aus, weil man das hier so richtig sehen kann, wie groß das ist. Und da drüben... Da oben, da ist eine Vollfettbank. Da werden wir uns gleich draufsetzen. So, das hier, das ist diese Vollfettbank. Und da werden wir jetzt erstmal eine Runde Pause machen. Ja. Hier. Wir werden dieses Twix teilen. Oh, geil. Und da drüben, da ist dieser Hügel. Also dieser Berg mit Dampf oben drauf. Dieser Ätna. Es ist immer noch ärgerlich, dass mein Handy gesperrt ist. Hier. Oh, let's see. Oh, danke schön. Ja. So, wir haben zwei Riegel durch drei geteilt. Diese Reise war grandios. Vielen Dank, geliebter Geist. Thank you. Kuss. Thank you, guys. Vielen Dank, geliebter Naturin. Es war mir eine Ehre mit euch diesen. Ihr könnt gerne rüberfilmen. Diesen Ausblick. Jetzt hier auf diesem Twix genießen zu dürfen. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Dankeschön. Thank you, buddy. Richtig gut. Tschüss, regelfarbene Vollfettbank. Wir werden jetzt weiter zugelaufen. Jetzt wird die Schlafplatzsuche fortgesetzt. Aber wir wollen auf jeden Fall irgendwo ganz in der Nähe von der Ortschaft schlafen. Deswegen laufen wir noch ein paar Kilometer. Bis wir dann den perfekten Spot gefunden haben. Wir sind auf der Suche nach einem Restaurant oder am besten so einem Billig-Imbiss. Und hier ist was. Mal sehen, ob der offen hat. Der Restaurant hat leider geschlossen. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir müssen weitersuchen. Ich habe Bock auf warmes zu essen. Beziehungsweise wir haben alle Bock auf richtig warmes Essen. Wir waren da die ganze Zeit am Rumlaufen und mussten bestimmt länger als eine Stunde noch laufen. Länger, bis hierhin. Ja, auf jeden Fall, ey. Und dann kam ein Autofahrer und ist angehalten und hat uns mitgenommen. Voll geil. Einfach so gefragt und der hat uns direkt hier in der Innenstadt, also in der Stadt, wo wir morgen den Bus bekommen müssen, morgen früh, direkt neben so einem Imbiss oder Restaurant oder was es sein soll. Hier rausgeworfen. Wir werden hier jetzt Essen kaufen gehen. So, Essen ist fertig. Ist leider nur lauwarm. Ich wünschte, der wäre heiß. Oder nicht so heiß, dass man sich verbrennt. Aber so mittags Essen heiß. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Mit Koffein. Du hast voll den roten Kopf. Ja, bitte. Du hast einen richtig roten Kopf. Was hast du mit dem angestellt? Das ist Sonnenbrand.
Bitte sprechen Sie nicht mit mir, Sie Pöbel. Seit wann bekommt man denn im Januar Sonnenbrand? Oh, guck mal, geköpfte Birkenbäume gefunden. Vor einem Sizilien-Tannenbaum. Es muss mehr Sonnenbrand her, das ist wichtig. Ja, Mann. Das muss im Januar kommen. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem nächsten Schlafplatz. Und Herr Goldmann hat was unter so einer Brücke navigiert. Vielleicht wird das unser Schlafplatz werden für heute Nacht. Wir sind sehr gespannt drauf, ob der tauglich dafür ist, zum drunter schlafen. Das wird gleich so richtig geil sein. Wenn das schlaftauglich ist, dann werden wir da auf jeden Fall drunter schlafen. Ich bin ein vogelscheuchten Gesicht, weil bei mir noch nie ein Vogel gegen meinen Kopf geflogen ist. So, wir haben gerade die Brücke begutachtet und das sieht so aus, als ob da ganz oft ein Fluss rüber schwimmt. Und dass jederzeit immer wieder so ganz viel Wasser aufsteigen könnte. Also jetzt ist gerade frei, aber vielleicht über Nacht kommt Wasser durch. Und nicht, dass genau dasselbe passiert wie bei uns in Portugal. In Portugal. Als wir uns auf der Insel retten mussten, weil wir da überschwemmt worden sind und noch eine weitere Nacht darauf pennen mussten. Wir haben ein bisschen gelernt. Wir achten auf Flüsse diesmal. Und deswegen haben wir uns doch dagegen entschieden, gegen diese Brücke. Und wir pennen dann hier unter diesem Busch, unter diesem Baum, genau. Das ist in der Nähe von der Brücke, beziehungsweise in der Nähe von der Fluss. Und wir hoffen, dass wenn das Wasser steigen sollte, dass der uns nicht erwischt. Dass er nicht zu stark, nicht, dass der alles überschwemmt und wir auch schon wieder nicht daher wegkommen. Das ist ja so richtig dumm, Alter. Wir müssen um 8 Uhr schon in der Bushaltestelle sein. Bushaltestelle ist direkt daneben an. Stell dir mal vor, Fluss kommt und wir sehen den Bus, wie er wegfährt. So den wir unbedingt brauchen. Das wäre richtig beschissen. Der Flug übermorgen, der ist auf jeden Fall nicht sorglos. Obwohl, Mike hat einen besseren Spot gefunden. Und ist nobody? Ja, genau. Wir folgen ihm. Jawohl, wir haben hier so einen kleinen Lost Place hier gefunden. Und hier werden wir. Hier werden wir drunter schlafen oder daneben für den Fall, falls es nicht regnen sollte. Hier ist alles voll von diesen 100 Füßlern. Dieser ganze Lost Place ist hier voll. Hier ist eine richtige 100-Füßler-Plage. Aber so richtig. Deswegen werden wir nur zur Not in den Lost Place hineinlegen, sobald es regnen sollte. Aber solange es nicht regnen sollte, werden wir uns direkt vor dem Lost Place hinstellen. Und hier im Freien übernachten. Bei klarem Sternenhimmel. Hoffentlich. Wir sind wach. Es ist kurz nach 6 und wir packen so langsam ein, weil der Bus da fährt irgendwann um 8 oder so. Und wir müssen noch ein bisschen nach hier, wie heißt das doch mal, zur Bushaltestelle hinlaufen. Die Bushaltestelle ist zwar da dran, aber wir packen ganz in Ruhe ein. Deswegen sind wir so früh wach. Und wir haben hier draußen geschlafen, also neben dem Gebäude hier. Also wir haben nicht da drin geschlafen, weil da ist eine richtige 100-Füßler-Plage. Und nicht, dass die in unseren Mund reinkriechen und so weiter. Und deswegen habe ich hier draußen geschlafen. Es hat zum Glück nicht geregnet, aber so richtig viel Luftfeuchtigkeit war da. Der Schlafsack ist klamm und feucht. Das ist geil. So, die ganzen letzten Nächte haben wir Müllsäcke als Unterlegplane benutzt. Und dann habe ich in meinem Fall noch meine Jacke hier drunter gelegt und dann meinen Schlafsack drüber. Und das hat geklappt. Ich habe keine Rückenschmerzen oder so, aber ich habe auch einen gesunden Rücken, glaube ich. Das ist richtig cool. Ich bin so uneingeschränkt. Ich kann auch Abenteuer ohne Isomatte machen. Leute, wenn ihr im Ausland Abenteuer erleben wollt, aber ihr so minimalistisch wie möglich eingepackt sein müsst, weil ihr zu wenig Geld dazu habt, um Zusatzgepäck im Flugzeug mitzubuchen oder euch das Geld zu schade ist, dann nehmt auf jeden Fall diese Müllsäcke. Die sind richtig geil. Die haben richtig gerettet. Und die verbraucht noch wenig Platz. Das sind, diese hier, das sind 240 Liter Müllsäcke. Holt euch einen 5er-Pack oder so. Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir auf jeden Fall noch viel weniger Komfort gehabt. Dann wäre der Schlafsack noch viel öfters nass. Also so richtig durchfeuchtet, durchnässt. Das bietet Regenschutz und Windschutz und Bodenschutz und sowas. Das ist richtig geil. Und ganz alternativ könnte man daraus ein Tarp bauen.
wenn man ein Tape dabei hätte. Ich habe zwar ein Tape dabei, aber wir haben nicht überlegt, um den aufzubauen mit Tape. Wie geht's deinem Vollfettpickel in der Nase? Entscheidet ihr. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fett ist der noch? Der ist so tief, dass man ihn nicht ausdrücken kann. Und er will einfach nicht verschwinden. This is my gift to you guys. Take it back to Germany and hang it up on the wall. Ah, das ist nice. For memories. Willst du mitnehmen, Alter? Andreas, I'm giving this to you. Oh, thank you. Das ist die Karte von dem Vulkan. Das ist das Loch. Und irgendwo hier so sind wir gelaufen, glaube ich. Wir waren locker auf der Hälfte. Mindestens über der Hälfte. Ja, über die Hälfte. 3300 Meter ist da hoch und wir waren bei fast 2000 Meter. Aber leider hat die Zeit gedrückt, deswegen konnten wir hätten auf jeden Fall 2-3 Tage länger gebraucht. Aber Hauptsache, wir waren auf dem Vulkan. Ja, Mann. Und der Vulkan ist da hinten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt über die Kamera erkennt. Geil, sieht das geil aus. Genau, da hinten lächelt uns der Vulkan an. Der sieht voll cool aus. Und wir müssen gleich zum Bus. Guck mal, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir als zweites pennen wollten. Und zwar genau hier unter diesem Baum hier. Aber Mike hatte einen besseren Schlafplatz gefunden. Hier unter dieser Brücke wollten wir als erstes schlafen. Aber das könnte ja sein, dass hier Überschwemmung kommt. Gut, dieses Mal kam keine Überschwemmung. So urplötzlich, aber genau das haben wir nicht riskiert. Deswegen haben wir da diesmal nicht gepennt. Aber ich glaube, wenn wir da gepennt hätten, dann würde bestimmt eine Überschwemmung kommen. Aber so richtig. So richtig urplötzlich wie in Portugal. Ja, Mann. Das Video müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das war voll cool gewesen. Das war ein richtig gutes Video. Guck mal, wir haben hier einen Schlauch gefunden. Also so einen Metallschlauch, wo Wasser rauskommt. Ich glaube, das ist Trinkwasser. Ich werde diese Flasche Wasser hier auffüllen. Bin gespannt drauf, wie dieses Wasser hier schmeckt. Schmeckt zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig wie wo wir beim Vulkanwasser geholt haben, aber man kann es, denke ich, trinken. Ich bin ein benutztes Feuchttuch, was heute Morgen vom Nebel belästigt wurde und mein Schlafsack klamm gemacht hat. Das war voll geil gewesen. Das kann ich nur empfehlen. Wir sind in der Innenstadt drin und wir werden hier von diesen Fahrzeugen belästigt. Das ist voll geil. Also von den Sizilien-Fahrzeugen. Weißt du noch, gestern, als wir abgeholt wurden, ganz zufällig, wie kaputt die Türen waren, die gequietscht haben und ich war richtig kaputt. Ja, einen habe ich, glaube ich, noch kaputter gemacht, weil ich einfach den Knopf hochgezogen habe. Und er hat einfach das Fenster runtergemacht und dann war es recht kaputt. Das war voll das kaputte Auto, voll geil. Ja, Mann. Hier sind irgendwie überall kaputte Autos. Ich habe hier, glaube ich, fast kein Auto gesehen, der unbeschädigt war. Das ist voll schön. Und unser Bus, der kommt erst in 25 Minuten. Und deswegen laufen wir jetzt einmal da rein, Koffein und sowas zu kaufen. Und die Zeit abzuwarten, so ein Wartekaffee. Das hier, das ist eine Sizilien-Bäckerei. Und genau, das sieht auf jeden Fall sehr viel spezieller aus als bei uns. Da ist ganz viel mit Früchten drauf hier. Mit, wie heißen die Dinger nochmal? Mit Erdbeer und Banane und Apfel und sowas und Kiwi. Ja, genau. So, ich werde jetzt das hier essen. Hier sind Frucht und sowas drauf. Richtig cool. Da war eine Erdbeere, Banane und Apfel drauf. Und das hier, das ist auch total fruchtig. Voll geil. Und Kaffee wurde so eingepackt. Obwohl da nur einer drin ist, habe ich gleich ganz viel Müllverschwendung bekommen. Das ist Sizilien. Das ist eine richtige Müllverschwendung. Starker, aber guter Kaffee. Auf jeden Fall. Der schmeckt vom ersten Schluck an so, als ob der wach macht. Das ist voll cool, ich mag das. Hier in Italien gibt es besseren Kaffee als in Deutschland, glaube ich. In den meisten Fällen. Also durchschnittlich, vom Durchschnitt her ist hier der Kaffee besser. So, wir haben gerade da drüben ganz schnell Bustickets geholt. So in der letzten Minute. Weil wir wussten gar nicht, dass hier, dass man im Bus keine Tickets holen kann. Das war gerade voll scheiße gewesen. Und wir mussten uns beeilen. Achso, der Bus, der kommt hier an. Hier müssen wir jetzt einsteigen. Ja. Ach nee, das war doch nicht unser Bus. Der Bus, der kommt gleich. Unser Bus kommt ein bisschen verspätet an. Wir werden hier einsteigen oder... Ach nee, das ist auch nicht unser Bus. So, jetzt aber. Ich glaube, das ist unser Bus. Der ist verspätet angekommen. Jetzt werden wir hier einsteigen.
So, wir sind in der Stadt angekommen. Und es hat zwischendurch geregnet. Die Stadt ist voll nass, aber als wir hier angekommen sind, dann hat es nicht mehr geregnet. Das ist voll geil. Wir hatten schon Sorgen gehabt, dass es hier so richtig ström regnet, wie in der Busfahrt. Aber in der Busfahrt habe ich das nicht gefilmt, dass es ström geregnet hat, weil ich ein zu großer Blödmann bin, um das zu merken, dass ich filmen sollte bei so einer Situation. Ich bin halt der blödeste Blödmann von der ganzen Insel. Guck mal hier oben, da ist ein Sizilien-Mensch, also ein Mann aus Sizilien, der auf einer Kuh reitet. Und dieser Sizilien-Kuh, der hat noch nicht mal Euter dran. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Milch rausspritzen soll, diese Sizilien-Kuh. So, wir werden jetzt einen Einkaufsladen suchen gehen. Ach, guck mal hier, hier vorne ist ein Lidl. Wir werden jetzt da hier vorne einkaufen. Das wird gleich so richtig geil sein, da einmal einzukaufen. Guck mal, hier vorne sind Esskastanien für 8 Euro pro Kilo oder so. Also die wir auf dem Boden ganz viele gefunden haben, auf dem Vulkan drauf. Also beim Vulkanfuß, genau. Die wir da umsonst gegessen haben. So, wir haben eingekauft. Extra, damit wir noch mehr Gewicht zum Schleppen haben. Das ist voll geil. Look at the smile. He's got the biggest smile. Ich bin gerade zu faul, um euch zu zeigen, was ich eingekauft habe. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare rein, was ihr denkt, was ich gekauft habe. Das wird mich sehr interessieren. Heute Morgen ist mir richtige Scheiße passiert. Und zwar beim Zähneputzen ist mir hier ein Tropf von der Zahnpasta runtergefallen auf den Schuh drauf. Und das geht gar nicht ab, das ist voll scheiße. Jetzt habe ich einen Schmuddelfleck auf dem Schuh drauf. So, weil wir ein bisschen wegen Umsteige-Wartezeit ein bisschen Zeit haben, laufen wir hier durch diesen Sizilienpark hier durch. In diesem Sizilienpark wachsen Sizilienbäume wie hier, Palmen und sowas rum. Hier sind auf jeden Fall ganz viele diese Palmen hier. Und hier vorne ist so ein richtiger Vollfettbaum. Ein Baum mit Fett dran. Das ist der fetteste Vollfettbaum von ganz Sizilien, glaube ich. Also den ich bisher gesehen habe, weil der ist so richtig fett. Ich habe noch keinen fettigeren Baum gefunden, hier in Sizilien. Der ist so richtig fett, das ist ein richtig verfettigter Sizilienbaum, weil der so richtig fett ist. Der ist richtig fett und er sieht so außerirdisch aus, so sizilienhaft außerirdisch. Ich muss auf mich aufmerksam machen, das ist wichtig. Wir laufen jetzt hier durch diese Gasse hier durch. Um uns so ein bisschen diese Stadt anzuschauen, weil wir haben noch ein bisschen Umsteigzeit. Ich möchte mir hier einen Talg von mir ausscheiden. Wir laufen jetzt hier durch so einen Marktplatz hier durch. Da ist irgendwie... Ja genau, hier sind ganz viele Stände und so weiter. Also so ein Flohmarkt irgendwie, sowas ist das hier. So ein Trödelmarkt. Kauft ihr doch Radkappen. Ist ja alles voll. Den ganzen Flohmarkt. Wo sind wir hier gelandet? Hier gibt es sogar Kaktusse. Hier an den Stand. So, wir haben unsere Klamotten ausgezogen, beziehungsweise unsere Pullovers. Er hat seine Zweithose auch ausgezogen, weil es ist total wechselhaft und es ist so richtig geil warm und richtig geil D3 verscheppert. Ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Das ist die perfekte Januarwetter. So ein Wetter hätte ich gerne in Deutschland, in jedem Januar. Das ist voll cool, ich mag das. Und mein Sack, der stinkt. Oh, ich freue mich, wenn ich morgen zu Hause angekommen. Also falls ich morgen zu Hause ankommen sollte, dass ich vernünftig duschen kann. Du musst noch ein Jahr weiter stinken. Du brauchst mehr Content. Wir müssen mehr Content machen. Mehr stinken. Mehr Dreck. Mehr Leiden. Mehr Regen. Mehr stinkende Säcke. Vielleicht zwar eine jeden Tag Content. Jeden verdammten Tag Content. Im Dreck. Aber ich freue mich trotzdem auf eine richtige Dusche. So, guck mal hier. Wir haben die Bushaltestelle erreicht. Und we have a good time. Andreas, it has been yes. Awesome. I wish you the best of luck with your channel, with everything. Hopefully thanks, I see you again. Do. And I know that next time you show up, I'm going to have a case of beer just waiting for you. That's the incentive to come back here where I'm going to be staying. Case of beer. I hope to see you again. Yes. Ciao, ciao. Yeah. Ciao. Okay. It has been a pleasure. And I'll get it uploaded very soon. And good travel. Yes, gute Reise. Gute Reise. Yep. So, wir sind jetzt im Bus drin und auf dem Weg nach Palermo erstmal. Das ist die nächste Umsteighaltestelle. Und ich habe gerade Urin gemacht in der Toilette. Und diese Toilette hier im Bus, die hat eine Toilettenbrille. Das haben die meisten Toiletten, die wir hier gesehen haben, gar nicht. Also gibt es keine Toilettenbrille. Und ich finde das immer richtig widerlich, wenn keine Toilettenbrille da ist.
Das fühlt sich komisch an beim Scheißen. Aber ich musste gerade Urin machen. Also ich musste jetzt gerade nicht scheißen, sondern Urin machen. Und diese Toilettenbrille, die war total braun gewesen. So als ob da jemand, also ganz viele Leute schon so stark auf die Toilettenbrille drauf geschissen haben. Und das nur so leicht abgewischt ist irgendwie so. Und das richtig in diese Keramik reingezogen ist. Genau. So sieht die Toilette aus. Voll cool. Ja. Ätna hört sich an, als ob jemand geschissen hat. Aber so richtig gewalttätig und groß, also riesengroß. Also bloß in einer anderen Sprache. So Ätna. Genau. Es hört sich an, als ob jemand so richtig, richtig fett und groß geschissen hat. Dass da ganz viel hier Kackbrocken durch den Anus durchgeschoben sind. Also Kackwürstchen, die richtig fett sind mit hohen Durchmesser. Ja. Da waren wir auf jeden Fall drauf gewesen. Und der hat auf jeden Fall ganz viel Ätna gemacht. Ja, Mann. Jetzt ist der Busch auch noch im Weg. Guck mal, wir fahren gerade an dieser Brücke vorbei, wo wir die erste Nacht drunter geschlafen haben. Das war voll cool gewesen, da drunter zu schlafen. Also das heißt, wir sind in Palermo angekommen. Und hier hupt das die ganze Zeit rum von da ganz hinten. Von dem ganzen Stau da hinten. Da sind ganz viele Autos. Die hier so richtig genervt rumhuben. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Und ich hoffe, dass es gleich positiv ausfällt. Wegen mein Ticket. Oh Scheiße, wir waren eben gerade beim Schalter gewesen. Und die hat uns eine Nummer gegeben, die Herr Goldmann in die App reinschreiben sollte, damit ich irgendwie nach Hause komme. Und die Nummer war falsch. Wir müssen wieder zurück zum Schalter, um eine neue Nummer zu holen. Das war scheiße. Die ist ungültig, die Nummer. Ich grüße Tom Palermo und alle anderen und ganz besonders E aus HD. Vielen besten Dank für deinen bisherigen Support. So, wir haben uns entschieden, dass wir hier in diesem Flughafen hier schlafen, also genau hier auf diesen Bänken drauf, weil wir morgen früh um 8 Uhr noch was den Flug haben. Und genau deswegen werden wir hier heute, das ist unser Schlafplatz für heute. Und da ganz hinten, da ist eine Toilette. Und ich muss da ganz viel Ätna reinhauen auf jeden Fall. So, ich habe mir vorhin so ein Würstchen mit Brötchen gekauft und das werde ich jetzt essen. Wo ich das gekauft habe, hat mir bestimmt hoffentlich jemand unter den Kommentaren beantwortet. So, wir haben hier eine Stelle gefunden, also von diesem Flughafen hier vorne. Genau, hier ist eine ruhigere Stelle. Und ich glaube, weil morgen früh um 8 Uhr unser Flug ist und wir bestimmt so um 6 Uhr morgens am Schalter sein müssten und darauf hoffen, dass ich auch wirklich mitkomme morgen. Doch, du hast ja dein Ticket auf dem Handy. Ja, aber ich mache mir trotzdem ein bisschen Kopf darum, dass irgendwas schon wieder nicht funktioniert. Alles so. Funktioniert. Du bist mit mir unterwegs, alles wird gut. Und deswegen, wir werden jetzt gleich hier auf diesem Boden uns hinlegen mit Schlafsack und sowas. Und genau, hier werden wir auf jeden Fall drunter pennen, bevor unser Flug nachher startet. Ja. Das wird so richtig geil sein, gleich hier zu pennen, wieder im Flughafen. Hier ist niemand, Alter. Schade, dass du keine Hängematte dabei hast, den du hier so aufspannen könntest. Das wäre geil, Alter. Ja, genau. Also so wie bei Portugal-Tour, wo wir in Köln die Nacht bevor wir da hingefahren sind. Ja, Mann. 36 Stunden Flixbusfahrt. Heute werden wir komplett beide auf dem Boden hier schlafen. Auf diesem Flughafenboden. Das wird richtig geil sein. Auf einem Sizilien-Flughafen. So, ich habe mich im Schlafsack gelegt. Also ich penne genau hier auf dem Boden und direkt im Flughafen. Hier gehe ich an der Wand und da drüben ist eine
ein Eingang, ein Flughafeneingang. Und Herr Goldmann, der pennt genau hier auf der Bank. Das wird so richtig geil sein. Und wir warten bis zum nächsten Morgen früh. Guten Morgen. Es ist 6:30 und wir müssen gleich in den Flieger. Und es war richtig beschissen, hier zu schlafen. Direkt hier im Flughafen. Ich muss gleich meine Sachen zusammenpacken. Ich gehe jetzt Zähne putzen und es war so richtig beschissen gewesen, hier zu schlafen. Es war die ganze Zeit so richtig hell und laut. Es sind ganz viele Leute vorbeigelaufen. Achso, beim Thema gesperrte SIM-Karte. Ich habe es doch geschafft, irgendwie Zugriff auf mein Handy zu bekommen. Aber nur deswegen, weil ich eine zweite SIM-Karte noch drin hatte. Von meinem alten Anbieter, wo eigentlich kein Internet drauf ist. Aber ich kann hier WLAN benutzen. Und genau, ich habe diese SIM-Karte, die gesperrt ist, die habe ich rausgemacht. Damit ich da irgendwie Zugriff drauf habe von der anderen SIM-Karte. Genau, jetzt kann ich meinen Flug einchecken lassen. Beziehungsweise ich habe jetzt keine Probleme, nach Hause zu kommen. Das war auch so eine richtige Scheiße. Das hat mir die ganzen letzten Tage so einen richtigen Kopf gemacht. Dass ich da keinen Zugriff drauf hatte, nur weil meine SIM-Karte gesperrt war. Aber ich wusste gar nicht, dass es entsperrt wird, wenn man diese SIM-Karte, die gesperrt ist, rausmacht und eine andere SIM-Karte benutzt. Hätte ich das bloß früher gewusst, das hätte mir sonst nicht so viel Kopfschmerzen verursacht. Und ich hätte zwischendurch auch Internet gehabt. Oder nee, ich hätte zwischendurch kein Internet gehabt, sondern ich müsste mich woanders einen Hotspot geben lassen, genau. Das ist voll die Scheiße. Aber Hauptsache, ich komme sicher nach Hause geflogen. Aber wir werden uns jetzt einchecken lassen. So, jetzt sind wir genau hier, wo wir die ganzen Sachen hier drauf platzieren müssen. Das sind Plätzchen. Ja, genau. Die werden kontrolliert. So, wir sind erfolgreich durch den Check-in gegangen. Jetzt warten wir, bis der Flugzeug kommt und uns abholt. Das wird mein zweites Mal in meinem ganzen Leben Flugzeugfliegen sein. Ich bin ganz gespannt drauf, ob wir, wie das oben aussieht wieder. Ich hoffe auf blaues Himmel. Jawohl, es beginnt. Wir gehen jetzt, wir verlassen die Insel und steigen in Flugzeug ein. Jawohl, es beginnt. Der Flug beginnt. So, hier, wir sind in Berlin angekommen. Und ich habe dieses beschissene kalte Wetter in Deutschland überhaupt nicht vermisst. Es ist voll scheiße kalt. Es sind hier Minusgrade, glaube ich. Ich mag dieses Wetter nicht. Ich will das Wetter wie von Sizilien haben und nicht wie das hier. Das ist ein richtig beschissenes Scheißwetter. Scheiße, jetzt habe ich bestimmt mindestens 5 Stunden Bahnfahrt bis nach Hause. Oh scheiße, die ganzen Züge fallen hier aus. Das heißt, ich werde erst um 21.17 Uhr mit Straßenbahn so ungefähr um 22 Uhr zu Hause ankommen. Das ist voll scheiße. Wir haben jetzt 20 vor 12. Das heißt, ich muss über 10 Stunden Bahn fahren. Das ist voll scheiße. Und das bei so einem deutschen Scheißwetter. Scheiße, Alter. Streik doch einfach. Das ist richtig widerlich. Hier geht's zu diesem Video aus der Perspektive von Dave Goldmann und hier aus der Perspektive von dem Geist aus New York. Schaut euch unbedingt beide Videos an. Grüßt die beiden von mir in den Kommentaren und folgt die beide unbedingt. Die haben ja Reichweite verdient.